meine, jeder träumt doch mal davon, als kleiner Junge Profifußballer zu werden. Doch wie überzeuge ich einen echten Profiverein davon, dass ich der richtige Mann bin? Richtig, bei einem Probetraining. Um ehrlich zu sein, war mir von vornherein klar, dass ich kein gesamtes Profitraining mithalte. Dafür bin ich einfach nicht gemacht und deswegen habe ich mir drei Challenges als Ziel gesetzt. Wie Nummer 1, ein Selfie schießen oder ein Autogramm zu schreiben für einen Fan. Nummer 2, überhaupt den heiligen Rasen zu betreten. Und Nummer 3, ein Tor zu schießen. Aber nicht gegen irgendwen, sondern gegen den Weltmeister Ron-Robert Zieler. Ich war komplett überfordert. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Die spielen sich da die Bälle hin und her und ich dachte, die spielen dann mir einen Ball zu, weil die auch denken, dass ich dazu gehöre. Und dann hat es tatsächlich nicht lange gedauert, bis meine Fassade gefallen ist und ausgerechnet Ron-Robert Zieler kommt auf mich zu und hat gesagt, komm, hau mal ab vom Platz hier, Junge. Gegen den sollte ich eigentlich ein Tor schießen und jetzt sagt er, ich soll abhauen. Hi Marvin, war echt eine coole Aktion von dir, wir haben uns richtig amüsiert. Leider hat es nicht ganz geklappt, dass du bei uns dabei warst. Ganz ehrlich, ich glaube, alle konnten drüber lachen, außer Ron. Am besten wäre natürlich gewesen, du hättest gesagt, du wärst von der U23 oder hättest mich vorher eingeweiht, dann hätte ich dich mit Sicherheit nicht verpfiffen. Hi, bist du von der U23? Nee, ich bin der neue Spieler. Marvin, hi. Welcher neue Spieler? Freut mich. Der neue. Die Nummer 8. Hier gibt's keinen neuen. Ist einfach dazugekommen. Wenn du mich nicht verrätst, ich will gucken, was auffällt. Ja, wir machen das Ganze jetzt so. Unser Athletiktrainer Timo Rosenberg wird eine Stunde lang mit dir trainieren. Und wenn du dann auch noch stehen kannst, dass dein Ziel erreichen und bei Ron-Robert Zieler aufs Tor schießen. Ich glaube echt, nach der zweiten Runde laufen ist das vorbei. Weil ich werde einfach hinterherhinken, weil ich einfach keine Power habe, keine Kondition habe. Ja, ich gehe da stark davon aus. Du hast zwar gesagt, dass du nicht ganz fit bist, aber ich gehe davon aus, dass du nach einer Stunde intensiven Athletiktraining noch stehen kannst. Und dann darfst du mir gerne ein paar Dinge um die Ohren knallen.